Easy geht rechts, nicht links. Gar kein mehr. So viel sind die gar nicht, ne? Weißt du, warum das so ist? Weil die wahrscheinlich alle unterirdisch sind. Sandy sagt, hier kann man irgendwie Raketen klauen. Nee. Wie verbinde ich denn da meine Hände? Ja, musst du irgendwie in die Hand nehmen, Wolfi. Oh, da war hinter mir einer oder was? Eine Kacke hier. Und der schießt mich auch noch direkt ganz tot, ne, der sagt. Also wiederbeleben kann er mich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Sowas geht nicht, ne? Easy, wo bist du denn? Bist du auch tot oder was? Ich dachte, Easy hat da geschossen. Dabei war das ein Gegner bei mir auf der Seite. Dann hast du feige PvE-Spieler, die nachts andere Raiden an den PvE-Base verziehen. Ja, das stimmt. Das kann auch sein. Aber das war bei Scum doch genauso. Mein Scum-System war genauso, Leute. Und ist bei Scum genauso. Ja, und da hatten wir auch einen der besten Top-Server, Leute. Ohne Scheiß. Dass dieser Raketenwerfer ein Instrument zum Raiden ist. Kann man den Raketenwerfer fahren oder was? Hier, Lothar, spiel doch bei uns mit, Alter. Ich hab einen Geiger gefunden. Heiki, was meint die denn? Was meint die denn mit Gulasch, Heiki? Ich weiß aber nicht, was die da so. Fiederalala, fiederalala, fiederalalalalalala. Wo war meine Leiche? Er wurde da gerade aus. Also hier kann ich Raketen jetzt reinmachen, ja? Sieht ja geil aus hier. Und dann kann ich hier Zielmodul auf eine markierte Basis schießen. So meinst du wahrscheinlich, ne? Ich sag ja, das Spiel wird immer geiler, Leute, ey. Wolfi, siehst du das? Abfeuern nicht möglich. Also du musst da irgendwie speichern, die Koordinaten, und das Ding legst du da rein und dann schießt er da halt hin, ne? Hast du das schon mal hier? Ja, das ist voll geil, ey. Easy, guck dir das an. Aber wie markiert man denn ein Ziel? Mit einem Fernglas oder sowas? Das Spiel hat's voll drauf, Alter. Ja, und hier kannst du die Raketen dann reinmachen. 3 Stück und dann bam, bam. Und das müssen wir eigentlich auch nochmal filmen, sowas, ne? Wie das so aussieht. Na gut, fahren geht wohl nicht. Der hat einen Platten. So. Okay, guck mal, die sind stapelbar, die riesigen Dinger. So, Easy ist schon ganz aufgeregt. Brauchst du das Fleisch nicht, oder was? Das Menschfleisch, sowas essen wir nicht. Das habe ich bei Scum schon gehasst, wenn die da Menschfleisch gemacht haben. Ne? Ich esse sowas nicht. Auch in Spielen mag ich sowas nicht. Man behandelt Menschen vernünftig. Und frisst sie nicht. Ja, warte mal. Ich guck mir das mal eben an, aber ich zünde nicht, ne? Oder kann ich... Schießt der alle weg, oder wie geht das jetzt? Oh, jetzt ist es grün geworden. Leute, ich bin richtig aufgeregt.
Wer hat einen Stern? Ach so, guck mal. Easy, siehst du das? Wolfi! Moin Meister. Was machst du wieder? User LP Schmiede. Also kann. Oh, da muss ich nochmal Scoom reingucken. Also der, kann der nur in Rot schießen oder? Oder überall. Nee, außerhalb, ne? Der kann überall hinschießen wahrscheinlich, ne? Mein Spreekaiser. Der sie muss ich ein bisschen lernen. Also Monumente kann man wohl nicht beschießen anscheinend. Ich kann hier nicht rauszoomen, Leute. Click to aim. Also hier stehe ich jetzt, ne, oder? Nee, das ist doch Blödsinn, oder was? Da sind wir. Dann schieße ich mal neben uns hier, oder was? Oh, was passiert nur? Ich schieß mal eine ab, Easy. Guck dir das mal an jetzt von draußen. Da muss ich hier drauf drücken, oder? Schießt der gleich alle 12 ab, oder wie jetzt? Die schießt 12 ab. Okay, hier guck dir das mal an, Easy. Ich schieß die 12 und danach mache ich die auch noch 12. Ich schieß gleich rechts neben uns, ne? Dann siehst du vielleicht sogar fliegen, die Dinger. Pass auf. Funktioniert gar nicht, Alter. Wo muss ich denn drücken? Admin Busen. Okay. Muss ich hier wieder raus, ne? Den Wert einstellen und dann Rakete abfahren hier. Pass auf, easy. Oh, das sieht ja geil aus. Wolfi! Ich sehe da nichts. Ich sehe nur ein leeres Bild. Hey, easy, das Spiel ist geil, oder? Mal ehrlich. Stell mir vor, das wäre aber. Boah, was ist hier denn los? Habt ihr ihn kaputt gemacht? Easy sollte da auch noch schießen. Ja, du machst auch alles kaputt. Wolfi, der ist kaputt gegangen, der Apparat. Aber das sah geil aus, ne? Easy, oder? Das ist doch ein Hammer-Ding. Den will ich zu Hause eine Base haben, Leute. Sandy schreibt doch gerade. 15 Minuten Abklingzeit. Oh, der. Wir müssen 15 Minuten warten, dann kann man wieder schießen. Und stell dir vor, das kommt zu deiner Base. Ja, richtig geil, Alter. Ich feiere das jetzt schon. Leute, ich sag ja, wir haben Rust die ganze Zeit unterschätzt. Nur LP braucht noch einen Sub. Ja, du bist aber Prime. Du kriegst ja gratis, du Nasenbär. 22 möchtest du nicht normal sein? Also ich schon, ich hätte da Bock zu. Das war meine beste Zeit, HG. Da war ich noch schlank. Ab 24, 25 wurde ich langsam fetter und träger, weißt du? Aber davor konnte ich fressen, was ich wollte. Das war geil. Der brennt aber lange hier, ne? Dieses Ding da. Voll Hammer, Alter. Flieg doch mal mit Admin unter die Map. Ja, ich weiß nicht, kann man als Admin unter die Map fliegen oder was? Ich weiß es nicht. Ja, ich war, glaube ich, mit 19 beim Bund. Oder? Ich glaube, irgendwie so, ne? Ich weiß noch, dass die mich gestört haben. Sie kommen jetzt zum Bund. Es sei denn, sie weisen irgendwas vor. Immer so, man musste ja, wir mussten ja gezwungen, ne? Ich sag, okay, dann mache ich erstmal das scheiß Militär fertig und danach kann ich dann normal arbeiten gehen. Irgendwie so war das bei mir. Die haben mich gestört, Alter. Wehrpflicht. Junge, brennt das Ding lange. Richtig cool. Das lohnt sich doch mal, so ein Ding zu haben, Leute. Kaiser, ich habe den Entwickler nochmal angeschrieben, weil ich auch bei anderen Servern gebannt werde. Durch den WAG-Bann, weißt du? Weil die alle denken, ich cheate. Ich cheate ja gar nicht. Und habe höflich gefragt, euer Bann, der ist so, dass ich auch überall woanders gebannt bin, ne? Könnt ihr den denn nicht rausnehmen? Ich sag, ich selber spiele auch keinen Scoom mehr oder so. Er meint,
Der Bann bleibt bestehen. Mehr hat er nicht gesprochen. Das ist doch Nebel hier, oder was? Sieht geil aus, ne? Guck mal, wie ewig lang das Ding brennt, ey. Bestimmt bis zum Restart. Das ist ein Airdrop. Was heißt Airdrop? Kommt da jetzt einer oder wie jetzt? Kommt da jetzt echt ein Airdrop für uns oder was? Ich höre nämlich ein Flugzeug. Ey, werft er jetzt echt hier eine Kiste von uns ab? Das wäre lustig. Ich höre das Flugzeug, aber ich sehe es noch nicht. Normal sieht man die immer. Da ist er, der ist über uns, Alter. Der ist unsichtbar. Ich sehe ihn nicht. Der ist getarnt. Siehst du ihn? Da drüben. Ey, der hat tatsächlich was abgeworfen, Easy. Über dir kommt eine Kiste runter. Das ist sehr neblig, deswegen sehen wir das gerade, ne? Hier ist überall Nebel, seht ihr da? Boah, Digga, ey, das ist Spiel wird ja immer besser, ne? Ohne Scheiß. Wolfi, hast du das gesehen? Ja, ja. Ich habe ein Nebelsignal geworfen und das daraufhin kommt dann so ein Transportflieger oder sowas, ein Frachtflieger und wirft Rettungszeug ab. Ich habe das eben noch als Witz gesagt, dann kommt da wirklich so ein Ding. Gleich kommt der Rettungsflieger, habe ich gesagt, und dann kommt da auch schon. Oh, Sandy, das Spiel ist so geil, ne? Du hast einen Airdrop gefunden. Wo kriegt man den denn? Ich sehe doch sonst auch immer Flugzeuge, oder nicht? Auf der Map. Oder sieht man da nur die Helikopter? Nee, ich glaube, sieht man dann die anderen Dinger nicht, oder? Du siehst den Attack-Heli, ja, und den Cargo-Heli, genau, den Bananenhubschrauber und den. Flugzeuge sieht man da echt nicht drauf. Hm. Und seid lieb zu Heiki, der hat Geburtstag, Leute. Ihr könnt euch wenigstens heute mal benehmen. So, mal gucken, ob die bei Sandy ganz ankommen, Alter. Island ist PvP, also da zerstören wir. In dem weißen Island, da gibt's Schaden. So, Sandy war hier, glaube ich, ne? Das war dieser Krater hier. Da war sie, glaube ich. Wobei, hier oben ist noch ein Krater, aber das war der nicht. Die war hier links irgendwo. Ja, das ist der einzige, ne? Der muss die hier sein. Gut, wie mache ich jetzt nochmal das? Trifft er da jetzt oder nicht? Doch, ne? Oder trifft er nur bis hier? Warte. Nee, das ist so irritiert ein bisschen, ne? Ja, da schieß mal hin. Ey, du hast die Raketen gar nicht geladen, du Nasenbär. Ja, der Wert ist gespeichert. Hast du die Raketen nicht reingemacht? Easy. So, pass auf. Geht noch nicht. Also, egal. Okay, dann ich flieg schon mal hin mit dem Heli, ne? Aber warte bitte mit dem Schießen, Alter. Das dauert einen Augenblick, bis ich da bin. Ich muss ganz ins Island fliegen. Total geil, Digga. Ich bin aber gespannt, ob die Raketen ankommen. Ja, Sandy, da kannst du was lernen bei mir, ne? Durch die Eisfläche hier, wo du drauf gebaut hast, wusste ich genau, wo du wohnst, ey. Also, das verrät dich. Na, diese markanten Stellen auf den Karten, die verraten euch, Leute. Ey, hier, Easy, siehst du das? Das ist ja, den siehst du, diesen Stein siehst du. Ich glaube, ich habe jetzt da so hingezielt. Da so, glaube ich, habe ich irgendwo hingezielt. Muss mal gucken. Also das ist Sandy's Base. Hier sollen die Raketen einschlagen. Mal gucken. Ich weiß es nicht. Das fliegst du... Das fliegst du da zu deiner Base? Das hier ist nicht deine Base, das ist Sandy's Base. So, Easy, kannst du anfangen jetzt, den Countdown einzuleiten, wenn du das da korrigiert hast, das Zielsystem. Aber ich denke mal, ich hatte das schon ungefähr gut eingestellt, glaube ich, ne?
Bam, 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 gleich der Olli weg. Wolfi, mein Helikopter brennt, ey. Hier ist ja Schaden, ne? Ich hab das ganz vergessen, Leute. Ich hätte mal vernünftig fliegen sollen. Wolfi, der brennt voll. Oh! Oh, Wolfi! Das ist nicht meine oder unsere Base, aber GZ zum ersten Raid-Angriff. Diese Base hatten wir Phil und Tommy geschenkt. Bam, 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 Olli weg. Hast du das gesehen, Wolfi? Die Einschläge? Das hört sich ja geil an, ne? Guck mal, hier liegen sogar noch die Hülsen. Also das fetzt auf jeden Fall, ne? Easy, hast du das gesehen? Die Geräusche allein schon. So richtig dieses Pfeifen und so. Das ist ein geiles Fliegen, Alter. Und unter uns auch wieder ein neuer Heli. Die Markierung sieht man nicht im Zielcomputer. Ja, hier so bist du, ne? Da. Das ist Sandy. Oder wie auch immer. Bitte schon wieder. Ui! Oh Mann, ey. Das ist. Oh, ich drück automatisch immer wegen höher fliegen, drücke ich. Bei jedem Spiel, Leute. Bei jedem Spiel ist doch Leertaste nach oben. Versteht ihr, weil es eine Sprungtaste ist. Und hier springst du auch und zwar in den Tod. Ich feiere dieses Mars-Abschussgerät. Voll geil. Ach, warte mal, dann müsste ich ja hier nach links, ne? Wenn das Easy seine Bude ist. Ja, bin ich fast schon dran vorbeigeflogen. Das Heiki. Boah, eine Punktlandung, wa? Heike, der Bruchpilot. Da fliegen kannst du doch, Heike, ne? Oder wie war das? Oder hast du noch nie geflogen? Doch, ne? Den kann ich mir nämlich mal eben vor zu siffen holen, weißt du? Oha, ich schneide mich, glaube ich, lieber an. Er ist rausgesprungen, Alter. Ja, das kenne ich. Wolfi ist rausgefallen. Er hat sich die Knochen gebrochen. Leertaste darfst du nicht drücken, Heike. Ist mir eben auch passiert. Wie das geknackt hat, ne? Krick. Brauchst du Spritze oder was? Hast du Heilung oder brauchst du? Ich habe alles dabei. Ja, kann man das ausstellen, die Taste irgendwie oder was? Ihr seht ja, das passiert immer wieder, dass die Leute Leertaste drücken, um hochzukommen halt, ne? Keine Leertaste, immer nur W drücken, um hochzufliegen. Und den Rest musst du mit der Maus steuern. So, ich hol mir eben kurz.
Ich glaube, dann ist eine Kiste, ne? Das will man sich eigentlich mal holen. Da kommt der Heli schon wieder. Warte, Heiki, die Raketen kommen doch gleich. Ich glaube, Easy ist gestorben, ne? Weil die NPCs wieder gekommen sind. Ich glaube, der ist gestorben und jetzt läuft er gerade zur Leiche hin oder so. Kann ja passieren, ne? Die NPC kommen gleich irgendwann wieder, ne? Oder nicht? Kannst du nach 10 Minuten bei Fresh Vibe haben, Airdrop. So, Heike, pass auf, die Raketen kommen. Komm da weg da. Ja, der schießt da jetzt hin, Heike. Komm, du sollst die Raketen gucken. Wolfi, der steht genau vor der Tür und gleich treffen ihn die Raketen. Ja. Heiki, sie kommen! Oh, guck mal da oben! Wolfi! Ist Heiki noch am Leben? Jo, hast gesehen, Heiki? Cool, ne? Ey, die Base steht aber noch. Nichts passiert, wa? Ja, lass es da eben hinfliegen. Gerade auf den falschen Knopf gekommen. Das sieht schon geil aus, wenn die so kommen, die Dinger, ne? Aber die Base hat standgehalten, Leute. Ist nichts kaputt gegangen, soweit ich es sehen kann. Habe ich hier nicht irgendwo einen Kanister, hier den, bringst du uns um, ne? Obwohl es PvP-Gebiet, ne? Wir müssen aufpassen. Habe ich hier nicht irgendwie den viereckigen Kanister gesehen oder was ist das hier? Was ist denn das hier, das grüne Ding da? Was ist denn das hier für ein Ding, Heike? Hast du das gesehen eben? Das war von Minecraft so eine Figur, ne? Was war das für Quatsch? Hast du das eingesammelt oder was? Wolfi, das war eine Minecraft-Figur, die da eben stand. Mann, Alter, was machst du denn da, Heiki? Wolfi, der ist gestorben. Heiki ist im Rotor reingekommen. Boah, der Helikopter brennt ja schon, Heiki. Du musst hier reinsteigen, Heiki. Guck mal hier. Hier drinnen. Hier. Und das Modul musst du rechts reinlegen. In das rechte Fach. In das rechte Fach. Da kann nur einer sitzen. Dann, wenn du das reingelegt hast, dann wäre das Ding grün. Nein, nein, reinschieben musst du das. Er hat's rausgeworfen, Alter.
Ja, und jetzt da oben auf die Karte drücken. Dann kannst du denn das Ziel auswählen. Ja, guck mal so. Und er schießt jetzt die 12 Raketen gegen den Helikopter gegen. Und danach einfach auf Schießen drücken, Heiki. Du kannst gleich nochmal schießen, Heiki. Du brauchst im Moment kein anderes Ziel angeben. Sehr gut, machst du das easy? Auf den Ready-Knopf musst du, glaube ich, drücken, Heiki. Links dann, ne? Links ist die Abfeuerkonsole. Siehst du das? Aus der Karte rausgehen mit dem X da oben rechts und links ist dann der Feuerknopf an dem Panzer. Also da sind drei Dinger, ne? Oh ja, shit. Jawohl, drei Dinger haben getroffen. Das sah geil aus, ne? Danke, Easy. Oh, Easy, da steht es aber gefährlich da oben. Aber ich glaube, dir kann nichts passieren, oder? Aber mit dem Helikopter kann man einen hier auch töten. Heike visiert nochmal an. Hast du keine 12 da reingepackt? Der ging ja so schnell. Also vom Rückstoßfeuer wurde ich jetzt nicht gegrillt. Ich habe das überlebt. Da kommt irgendwie ein Heli oder was? Ja, das ist der feindliche Heli. Da müssen wir aufpassen. Können wir den abschießen oder was? Komm rein, Easy. Der ballert dich, glaube ich, sonst ab. Oh, der kommt direkt auf uns zu, Leute. Das ist ein Problem jetzt. Boah, heftig, Alter. Kann man den echt abschießen oder was? Boah. Bin der tot, Alter. Er schießt immer auf mich, der Sack. Oh. Scheiße, der hat mich erwischt. Er brennt aber schon. Ey, der schießt doch mit Raketen, oder was? Ey, ich hab doch gar nichts... Ich bin noch nackt, Alter. Wieso schießt der denn nochmal auf mich? Ich dachte, der schießt nicht auf nackte Leute. Aber jetzt hat er mich gerade gekillt, Leute. Wieso ist das so gewesen? Der ist ja richtig aggressiv, der Heli. Komm, der greift immer wieder an, aber der brennt schon. Jawohl, der ist abgestürzt. Er ist abgestürzt, Leute. Ihr habt ihn kaputt gemacht, egal. Ja, genau vor uns ist er abgestürzt. Er brennt das schon, guck mal. Direkt am Wasser, Leute. Haben wir den echt abgeschossen, wa? Unfassbar, oder? Oh ja, Heike, hier gibt's Kisten zum Looten. Aber wir haben es ja gelernt, dass das so lange das brennt, können wir da nicht hingehen. Pass auf, geh da nicht hin, Heike. Ich glaube, bist du gestorben? Nee, ne? Die Flammen machen Schaden. Er läuft schnell ins Wasser. Er ist ein Arschbrenner. Okay, der Helikopter hat vier Kisten oder was? Eine, zwei. Boah, nee, die brennt noch. Noch vier Kisten, ne? Hast du den Auto das erste Mal abgeschossen, Easy oder was? Oder hast du den schon mal abgeschossen? Weil du so aggressiv auf den abgegangen bist, weißt du? Wusstest du, dass du den abschießen kannst? Das Spiel ist schon geil, oder, Heiki? Sag mal ehrlich. Das ist schon cool.
Ah ja, Bananen hat euch schon geschrieben, dass da 4 Kisten brennen. Ja, und das sind so diese PvE-Inhalte, wo ich sag, ne, das ist ja alles kein PvP, was wir gerade machen in dem Sinne, sondern das ist PvE. Und das braucht man immer nebenbei, ne? So, die Flammen löschen sich langsam. Ey, hier sind C4 drin, ne? Aua. Hier ist C4 drin, easy. Und Raketen sind auch drin, Heike. Aua, Mensch, ich sehe das immer gar nicht. Oh, Maschinengewehr hat Heike gefunden, guck mal. Ein paar, aber. Boah, wieso sehe ich denn das Feuer nicht hier? Ich sehe da die Flamme gar nicht dran, ey. Bin ich tot hier. Und was war drinne? Man kann den Hubschrauber auch abbauen, ne? Hier mit dem Metallding hier. Ja, der muss jetzt abkühlen, ne? Das brennt immer noch irgendwie. Ich sehe bloß die Flammen nicht so bei mir gerade. Egal, ich muss den auch nicht abbauen, aber das wäre halt möglich. Munition für die Knarre. Eine Maßbrand-HV-Rakete habe ich, okay. Mission erfolgreich, oder? Dann können wir gleich nach Hause fliegen. Dann haben wir eine Menge erreicht wieder heute, war easy. Jeden Tag eine neue Region hier am Zerfetzen, ey.